Kies brauche ich. Kies. Und Leuchtstein. Wo ist der Leuchtstein? Da. Los da. So. Also. Eventuell werde ich sowieso die Leuchte nochmal ändern müssen. Aber ich möchte... So, wie war das jetzt hier? Da war immer einer frei. Genau, und dann war das so. Okay, das heißt, wir haben hier einen frei. Und hier auch einen frei. Das heißt, wir haben das hier so. Hier, aber jetzt brauche ich vier dazwischen. So, und das wird jetzt Erde. Genau. So. Und das. Das passt irgendwie nicht mehr so zusammen. Deswegen. Außer ich sage, es ist immer bei dem, das nach innen zeigt. Naja. Aber wir können das auch hier schon mal machen. Hier an dieser Ecke. Da ist ja eins frei. Und auch da eins frei. So, wie sieht das jetzt hier aus? Jetzt haben wir noch 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13. Eins davon ist 4. Plus Abstand. Das heißt, eigentlich haben wir nicht 13, sondern ich möchte ja mindestens einen Abstand. Das heißt, wir haben 11. Und davon brauche ich mindestens 4. Das heißt, wenn ich dann 4 abziehe, dann haben wir noch 7. 7, dann 6. Okay, wir machen das also wie folgt. Okay. Halt, nein, Moment mal, ich wollte ja immer einen Weg dazwischen drin haben. Den habe ich jetzt ganz vergessen. Ich wollte ja einen Weg. Das heißt, hier ist Gras, Kies, Gras. Das heißt, wir haben nicht 13, sondern wir haben 10, 7 nur noch Platz. Und wenn wir dann da eins wegtun, dann haben wir hier noch 3. Das ist blöd. 13 minus 4 sind halt... Also das ist richtig blöd. Wie wäre es, wenn wir jetzt erstmal so nach vorne ein bisschen Gras machen oder Erde? Hier und... Halt, warte. Also ich mach jetzt hier auch mal. Ich mache einfach mal hier rundum Gras. Weil zumindest das hier, das wird zu 100% Gras. Da haben wir das jetzt auch. Nein, da fehlt noch einer. Also das hier ist 100% Gras. Also das können wir lassen. So, wenn ich jetzt aber... Das ist schlecht. Außer, wenn ich von diesen 11, wie gesagt, 8 abziehe, dann bleiben noch 3. Wenn ich also in der Mitte 3 lasse, dann wären da... Das ist auch blöd. Allerdings hätte ich dann könnte ich halt hier einen Weg haben. Einen. Dann habe ich hier halt nicht zwischen jedem einen Weg, sondern einen in der Mitte. Ach man, ist das blöd. Das ist ja ziemlich blöd. Ich meine, wenn ich das jetzt wieder so lasse... 1, 2, 3, 4. Und hier. 1, 2, 3, 4. Dann habe ich halt hier 3 frei. Möchte ich das? Oder ich kann sagen, ich habe hier 2 und da 2 frei, aber dann da nur 1. Dann hätte ich aber nirgendwo einen Weg. So hätte ich wenigstens hier in der Mitte einen Weg, der tatsächlich auch in der Mitte wäre. Ich mache nur einen.
Aber wenn ich nur einen mache, habe ich das Problem, ich zeige euch das mal eben, dass ich es nicht in die Mitte machen kann, denn die Mitte braucht eine Mitte. Das heißt, das hier ist die Mitte. So, mache ich jetzt links oder rechts die vier hin? Das ist verdammt blöd. Das ist verdammt blöd. Außer... Nein, das geht auch nicht. Ich dachte, wenn ich mit denen vielleicht ein weiter reingehe, dass es dann geht. Aber nein, das Problem bleibt ja immer noch, dass ich hier keine Mitte habe. Mist. Dadurch, dass die halt ein weiter sind, ein dicker, da kriege ich hier keine Mitte mehr zusammen. Ich habe keine Wahl. Wenn ich Symmetrie haben möchte, muss ich es so machen. Ist zwar blöd, aber naja. So, dann haben wir das so. Und hier geht Kies durch. Den kann ich ja schon mal komplett bis vormachen. So. Hier können wir jetzt allerdings tatsächlich wieder Kies machen. Also hier können wir dann... Hier so hindurch Kies machen. Ich glaube, ich habe hier die Erde noch nicht weggemacht. Ja. So, also hier können wir wie gesagt Kies machen. Dann wäre auf jeden Fall hier ein Glowstone. Und ich würde aber gerne auch hier ein Glowstone haben. Und hier. So, dann haben wir noch die Keys. So, das passt schon mal. Das passt schon mal. Dann geht es weiter damit, dass wir jetzt hier natürlich um den Kies herum Erde haben. Nicht. So. Zu dunkel. Gut, dann. Wie geht es weiter? Wie geht es weiter? Natürlich damit. Das wäre dann wieder hier. Halt, das ist zu viel. So, auch hier dann. So, blöd ist, dass es jetzt hier so ist. Wenn ich das aber hier mache... Überlegen. Ich habe das falsch platziert. Ich muss das genauso machen wie hier auch. Das heißt, hier wäre eigentlich gar nichts dazwischen. Hier wäre gar nichts dazwischen. Das heißt, der Kies muss nochmal weg. Auch das hier kommt nochmal weg.
Kies kommt nochmal weg. Also nur der hier, der nach links, der geht. Der hier. Dann kann da einfach wieder Erde hin. Wir sollten vielleicht aber vorher mal den Glowstone wieder einsammeln. Halt, der kann bleiben. Nein, kann er nicht. Kann er nicht. Und auch der hier muss noch weg. Ich habe keine Erde mehr. Holen wir Erde. Da ist keine Erde. Da ist noch Erde. Können wir eigentlich auch gleich den Stein hier weglassen? Das war jetzt nicht gewollt. Eigentlich wollte ich nur den da. So. Legen wir gleich noch ein paar Sachen ab. Das passt eigentlich. Ja, der Rest passt noch. So, Erde. Und jetzt kommt aber... So, du kommst wieder weg. Hier kommt der Glowstone noch rein. Und hier haben wir auch einen rein. Und dort vorne, hier. So. Und dann geht es hier weiter. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich brauche mehr Schwarzeichenholzstufen. Nein, Treppen, nicht Stufen. So. Machen wir das gleich so. Das ist nicht genug. Das könnte genug sein. Mal sehen, ob es genug ist. So, dann hier noch. Nein, der ist falsch. Und hier noch. Dann kommt Erde dran. So, dann rundherum ein bisschen Erde. Schon Erde und hier auch. Sehr gut. Ach, habe ich eh noch da. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann haben wir hier jetzt den Kies. Und hier kommen wieder Leuchtsteine rein. Und da kommt aber jetzt auch hier auch Kies. So, hier auch.
So, und hier ist das jetzt da. Hier ist es links, hier ist es rechts. Also das geht. So, Kies, Kies, Kies. Hier haben wir den angefangenen Stapel. Hier kommt dann wieder Glowstone rein. Hier haben wir Glowstone. Da ist wieder Glowstone. Nachher zumindest, sobald wir ihn platziert haben. So. Gut, dann. Dann geht es weiter damit, dass hier jetzt mal überall Erde ist. Bis auf den einen, den ich da gerade gemacht habe, da kommt der Kies hin. Den können wir eigentlich auch schon mal platzieren. So, dann machen wir wieder sowas. Nachdem wir den Zombie da getötet haben. Und den da. Wo kommst du denn her? Da sind jetzt plötzlich ein paar mehr Monster. Okay, das reicht. Es wird eh schon wieder Tag. So, ich finde das sehr schön. Die Schaufel ist schon wieder fast ganz. Die hat jetzt noch... Oh, es sind nur noch 13 Haltbarkeitspunkte, die fehlen. Danach machen wir noch die Axt, glaube ich, voll. Dann das Schwert auch mal wieder. Den Bogen, dann unsere Rüstung. Und danach fließt alles nur noch in die Spitzhacke. So, wo war ich? Ach, genau. Jetzt machen wir hier wieder weiter. Halt, du nicht. Dann hier weiter. Und hier weiter. Naja, fast. Aber Erde reicht uns leider auch nicht. Da wir ja jetzt noch hier rumgraben werden. So. Jetzt haben wir keine Erde mehr. Die Glowstones können wir noch machen. Sehr schön. Kies können wir auch schon platzieren. Ja, das reicht jetzt mal. Holen wir uns Erde und weitere Schwarzeichenholztreppen. Ja, die Schwarzeichenholztreppen müssen wir machen. So, wir haben ja hier noch und da noch. Und da könnte jetzt hier der Bruchstein rein. Und der hier, den lassen wir mal noch. Erde hätte ich gerne. Nehmen wir mal die von oben. Drei Stacks sollten reichen. Ach, nehmen wir fünf. Nehmen wir fünf. So. So. Na? Okay. Wir sind irgendwie ein bisschen voll.
könnte daran liegen und daran. So, passt. Du kommst da rein. Und Erde haben wir auch. Passt. So, dann Erde. Sehr schön. Das wächst auch alles sehr gut zu. Das gefällt mir. Also im Vergleich, wo wir hier jeder bei uns sein eigenes Viereck hatte, haben wir hier Quadranten und in jedem Quadranten sind 4 Bäume. So, das gleiche geht jetzt auch hier weiter. Ach, ich habe nichts mehr zu essen, deshalb. Das ist zwar falsch. Das war auch falsch, das auch.